Herr Hunko, Städtepartnerschaften mit russischen Städten scheinen in Deutschland nicht mehr erwünscht zu sein. Sehen Sie das auch so? Naja, wenn man die Zahlen sich anschaut, die die Bundesregierung jetzt auf eine Anfrage von mir veröffentlicht hat, muss man wirklich diesen Eindruck haben. Es wurden jetzt für 2018 72.000 Euro eingestellt zur Förderung der kommunalen Zusammenarbeit, deutsch-russische Städtepartnerschaften. Und man muss bedenken, es gibt immerhin 104 solcher Städtepartnerschaften. Also dann kann man sich ausrechnen, dass das sozusagen nichts ist. Hm. 7.000 Euro quasi. Und mit der Ukraine sind die Zahlen ein bisschen besser, oder? 700 Euro pro Städtepartnerschaft. 700 Euro pro Städtepartnerschaft. Die Ukraine steht ein bisschen besser da. Genau, ich hatte die Anfrage gestellt, wie hat sich in den letzten 4 Jahren die finanzielle Förderung von Städtepartnerschaften entwickelt, einerseits bezüglich deutsch-ukrainischen Städtepartnerschaften, andererseits zu deutsch-russischen Städtepartnerschaften. Und das Ergebnis ist eben, dass die ukrainischen Städtepartnerschaften massiv gefördert werden. Das sind jetzt für 2018 1,135 Millionen Euro eingestellt für 52 Städtepartnerschaften. Wenn man das mal jetzt runterrechnet, dann sind das doch immerhin so etwa 20.000 pro Städtepartnerschaft im Durchschnitt, verglichen mit 700 bei deutsch-russischen Städtepartnerschaften. Also da sieht man sozusagen eine sehr deutliche außenpolitische Orientierung der Bundesregierung. Und ich finde aber auch gerade, wenn man ja auch Kritik haben mag an der Politik von Putin und so weiter, aber ich finde ja auch, dass gerade in so einer Zeit doch auch die zivilgesellschaftliche Kooperation doch gefördert werden sollte und nicht so massiv reduziert werden sollte, wie das jetzt im Fall der deutsch-russischen Städtepartnerschaften ist. Aber das sagt doch die Bundesregierung eigentlich auch, oder? Dass trotz aller politischer Differenz mit Russland eben die Zivilgesellschaft gestärkt werden soll und auf kommunaler Ebene zusammengearbeitet werden soll. Naja, aber die Zahlen sprechen eben eine deutliche Sprache. Wie gesagt, 72.000 Euro für 104 deutsch-russische Städtepartnerschaften und im Vergleich dazu 1,135 Millionen für 52 deutsch-ukrainische Städtepartnerschaften. Also es ist einfach eine deutliche Sprache und das zeigt, dass das nur Phrasen sind, was die Bundesregierung davon sich gibt. Es läuft ja auch gerade das deutsch-russische Jahr der kommunalen und regionalen Partnerschaften. Da war ja auch Sigmar Gabriel letztes Jahr auch noch in Russland gewesen, hat sich mit Lavrov getroffen. Aber dahinter scheint das dann doch nicht sehr fundiert zu sein, oder? Wie gesagt, wenn man sich jetzt diese Zahlen zur Grundlage nimmt, ist es in der Tat nicht sehr fundiert. Beziehungsweise es ist wirklich, man muss sagen, es ist völlig lächerlich, was da sozusagen an Unterstützung da ist. Ich finde das skandalös. Ich finde es ja gut, dass es eine Förderung auch deutsch-ukrainischer Städtepartnerschaften gibt. Ich will das ja gar nicht kritisieren. Aber bitteschön auch dann auch entsprechend deutsch-russische Städtepartnerschaften. Gerade in einer Zeit, wo doch die Spannungen so groß werden, ist doch die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit nochmal umso wichtiger. Und deswegen habe ich überhaupt kein Verständnis für diese Politik. Bekommen Sie ab und zu mal was mit von deutsch-russischen Städtepartnerschaften? Wird da aktiv gearbeitet? Also es ist unterschiedlich. Ich war jetzt vor wenigen Wochen in Düren und habe mich dort mit der Vorsitzenden des Städtepartnerschaftsvereins und auch dem Landrat von Düren getroffen. Und das scheint eine der aktivsten Städtepartnerschaften zu sein. Die machen zum Beispiel auch jedes Jahr einen Triathlon in Düren, da gibt es eine schöne Landschaft drumherum, wo auch russische Sportler kommen, übrigens auch US-amerikanische Sportler, jedes Jahr im Rahmen dieser kommunalen Zusammenarbeit. Und das scheint ein tolles Ereignis immer zu sein. Und solche Sachen sind natürlich toll. Und das ist der Grund, warum auch Düren, das liegt ja in der Nähe von Aachen, wo ich meinen Wahlkreis habe, warum Düren nächstes Jahr auch vor der deutsch-russischen Städtepartnerschaften austragen wird, das in Düren tagen wird. Andere Vereine vielleicht noch kurz zu sagen, es ist also wie gesagt unterschiedlich. Düren ist mir da sehr, sehr als sehr aktiver Verein aufgefallen. Andere Vereine, habe ich den Eindruck, sind ein bisschen auch verunsichert durch die politische Großwetterlage. Also es hängt immer sehr davon ab, wie vor Ort dann auch gearbeitet wird.
Was ist denn da eigentlich mit den Städtepartnerschaften mit Städten auf der Krim und in den selbsternannten Volksrepublik in der Ostukraine? Wie ist Ihre Meinung dazu? Sollte man diese Städtepartnerschaften jetzt ruhen lassen? Nein, ich finde schon, man sollte natürlich keine Aussage zum völkerrechtlichen Status der Krim machen, sondern unterhalb dieser weltgroßpolitischen Einstufung sollte man schon zwischenmenschliche Begegnungen fördern, und deswegen würde ich da auch schon diese Städtepartnerschaften auch unterstützen. Man muss halt schauen, wie man das dann konkret umsetzt. Aber mir ist vor allen Dingen wichtig, dass es eben einen Austausch zwischen den Zivilgesellschaften, zwischen den Menschen dann der entsprechenden Städte gibt. Mit gegenseitigen Besuchen dürfte das aber etwas schwieriger sein als in Düren. Mit gegenseitigen Besuchen wird das wahrscheinlich schwieriger, aber man sollte es versuchen. Also man kann doch nicht jetzt einfach auf Jahrzehnte ein schwarzes Loch entstehen lassen auf der Krim, jetzt, wozu es überhaupt gar keine menschlichen Beziehungen und menschlichen Austausche mehr geben darf. Also da müssen Mittel und Wege gefunden werden, wie man halt ohne sozusagen eine völkerrechtliche Aussage zu machen, solche Begegnungen halt ermöglicht werden.